Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Und wir kommen jetzt schon zur 9. Folge von dem wöchentlichen Loot und wir fangen gleich einmal an mit meinem Hauptcharakter, mein Titan. Da habe ich im Dämmungsstreik bekommen 10 Münzen. In der Exokiste von der gläsernen Kammer habe ich bekommen die Falkenmund, das Handtuch für den Titan und 3 Aszendentenbruchstücke. Den Torwächter habe ich dieses Mal auslassen. Bei Arten habe ich bekommen das Schiff, 6 Aszendentenbruchstücke. Jetzt kommen wir zum Crota Raid, da habe ich bekommen im Labyrinth 3 Leuchtbruchstücke und 3 Leuchtenergie. Bei der Brücke habe ich bekommen 5 Leuchtenergie. Bei den Hexen habe ich bekommen 2 Leuchtenergie und bei Crota selbst habe ich dann bekommen das Schiff, Crotas Wort, 3 Leuchtenergie und 4 Leuchtbruchstücke. So, und jetzt wechseln wir zu meinem Jäger. Bei meinem Jäger habe ich bekommen aus dem Dämmungsstrike der Absturz. Das ist eine legendäre Shotgun. Ich glaube, die habe ich sogar zerlegt. Bei der Exokiste von der gläsernen Kammer habe ich bekommen 6 Aszendenten Energie. Beim Torwächter habe ich bekommen Predits Zeitmesser. Endlich, jetzt habe ich die Waffe und 3 Aszendenten Bruchstücke. Bei Arten habe ich dann bekommen das Schiff, 3 Aszendenten Bruchstücke und 3 Aszendenten Energie. Bei den Hexen von Crota habe ich bekommen 2 Leuchtbruchstücke und bei Crota selbst habe ich wieder bekommen den Sparrow, den Helm, 4 Leuchtenergie und 2 Leuchtbruchstücke. Jetzt wechseln wir zu meinem Drittcharakter, meinem Warlock. Beim Warlock habe ich im Dämmungszeug bekommen wieder 10 Münzen. Bei der Exokiste aus der gläsernen Kammer habe ich bekommen 3 Aszendenten Energie und den Armreif für den Warlock. Beim Torwächter habe ich bekommen 3 Aszendenten Bruchstücke und 3 Aszendenten Energie. Bei Arten selbst habe ich bekommen den Sparrow, die Geduld und Zeit, die Vex und 6 Aszendenten Bruchstücke. Beim Labyrinth von Crota habe ich bekommen 3 Leuchtbruchstücke. Bei der Brückenphase von Crota habe ich bekommen die Brust für den Warlock und 3 Leuchtenergie. Bei den Hexen von Crota habe ich bekommen 2 Leuchtenergie. Und bei Crota selbst habe ich dann bekommen den Helm und 2 Leuchtbruchstücke. So, das war's auch schon wieder mit dem Video von mir. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr testende Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Shazix.